Volles Programm in der Wiener Kreau mit zwei Trabrenntagen am Samstag und am Sonntag. Wir haben uns zwei Bewerbe vom Samstag herausgepickt. Zum einen den Preis von Südtirol, denn da erwarteten wir eine große Vorstellung von Sweep Sleep, des Favoriten. Wir sehen ihn hier mit Franz Kohnlechner im Schlussbogen bereits mit der klaren Führung. Sweep Sleep, der kürzlich in Westdeutschland in Recklinghausen mit einer Fabelzeit erfolgreich geblieben ist, mit 1,14,3, so schnell war noch kein österreichisch gezogenes Pferd vor ihm als Sieger unterwegs. Und wir sehen ihn hier unterwegs zum Sieg, wie es scheint, im Einlauf, zu Beginn des Einlaufes, ganz überlegen in Front. Aber hier kommt jetzt die Schlussattacke des Außenseiters Toro Gasso mit Adi Übleis, der auch sensationell auf den letzten Metern vorbeigeht und in der tollen Zeit von 1,17,9 auf eher langsamem Boden diesmal siegreich bleibt. Toro Gasso, ein Sohn des zweifachen Prix-d'Amérique-Siegers, Ideal du Gasso, gewinnt also mit Ex-Weltmeister Adi Übleis für den Stall Computer Center Wien des Ingenieur Harald Hinterberger. Wir sehen ihn gleich gratulieren, der angehende Besitzer-Champion des Jahres 1997. Der zweite Teil unseres Berichts gilt dem Finallauf des Amazonencups 1997. Hier einige Teilnehmerinnen vorgestellt von Ex-Europameisterin Maria Sauer, hier die fünfte von rechts. Sabine Klettenhofer, sie vertritt mich meistens bei den Europameisterschaften, die sie schon sehr gut bestritten hat mit einem zweiten Platz voriges Jahr. Maximiliane Neuhauser, sie konnte einen Lauf gewinnen in Edelhof und liegt im Momentan an zweiter Stelle. Ingrid Schuster, sie ist die Führende im Amazonencup. Sie ist uns auch unter davon gefahren mit 3 Siegen und wir können sie nicht mehr einholen. Sie steht schon als Siegerin fest. Das war also die Stimme der fünffachen Ex-Europameisterin Maria Sauer, einer Wienerin, die auch insgesamt 12-mal österreichische Staatsmeisterin werden konnte. In diesem Finallauf des Amazonencups 1997 konnte sie allerdings mit ihrer Iron Lady diesmal keine wichtige Rolle spielen. Dieser Amazonencup ist eine österreichweite Rennserie. In diesem Finallauf wollten nicht weniger als 14 Teilnehmerinnen mit von der Partie sein. Hier sehen wir in der Anfangsphase zwei Außenseiterinnen in Führung, ihnen Nina Rizzi mit Rocky Bunter, daneben attackiert von Gabriele Hesum mit Dominik F., die dafür ein flottes Tempo in der Anfangsrunde sorgen. Gabriele Hesum übernimmt jetzt mit Dominik F. die Führung von Nina Rizzi. Und an dritter Stelle außen sehen wir Sabine Klettenhofer mit Saprom ST. Sabine Klettenhofer, die, Maria Sauer hat es bereits angedeutet, die im Vorjahr Vize-Europameisterin war, damals nur mit einem einzigen Zähler den Titel verpasst hat. Heuer in Budapest lief es bei ihr leider nicht ganz so gut. Da wurde sie nur 11. und Vorletzte. Ja, so schnell kann es im Trabersport auch gehen. So schnell auch wie in diesem Rennen, denn mittlerweile hat die regierende Staatsmeisterin die Führung übernommen. Elisabeth Stuppacher mit Hot Laurelem. Dahinter sehen wir hier Barbara Neumeier mit Moment Scott. Also der Rennverlauf hat sich gedreht. Nach einer Runde jetzt Elisabeth Stuppacher in Führung, außen Sabine Klettenhofer mittlerweile wieder an zweiter Stelle, hält also den Kontakt zur Spitze und fährt ein taktisch sehr gutes Rennen. Jetzt gleich der Sprung, der Schnitt in die entscheidende Phase des Rennens zu Beginn des Einlaufes. Elisabeth Stuppacher noch mit der Führung, aber jetzt attackiert und überlaufen von Sabine Klettenhofer, die jetzt mit Saprom ST einem Sieg entgegenstrebt. Daran kann auch Barbara Neumeier nichts mehr ändern, die außen attackiert. Letztlich aber nur Dritte wird da Maximiliane Neuhauser mit vollem Speed noch ihre Joanna P. nach vorne bringt. Gesamtsiegerin, wie gesagt, die Niederösterreicherin Ingrid Schuster, hier diesmal in diesem Lauf nur Sechste. Und das ist die Finallaufsiegerin, die vorjährige Vize-Europameisterin Sabine Klettenhofer, die hier gewinnt mit Saprom ST. Sponsor Harald Hinterberger gratuliert ebenso wie Trabersportclub-Präsident Roland Brunner. In der Wiener Kreau geht es jetzt weiter am kommenden Wochenende, am Sonntag, dem 7. Dezember, mit einem Dreierwette-Jackpot in Höhe von 100.000 Schilling und am Montagfeiertag mit dem Trabermarathon Winterbona Handicap, dem längsten Rennen des Jahres über 4.000 Meter.